Hey und willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es. Erstmal, das ist ein kleines Vorab-Intro, weil ich euch sagen wollte, dass ich euch ein bisschen zu spät erst aufgenommen habe. Erstens das, ja. Und zweitens, dass das eine Kooperationsvideo mit der Alexa Zockt ist, weil das ist ein Spiel, das da musst du, siehst du, brauchst du beide Sichten, um das Spiel zu verstehen. Das ist die Demo von einem Spiel, das bald rauskommt. Nachfolger von Rusty Lake. Ich würde sagen, schaut deswegen gerne bei der Alexa Zockt vorbei und viel Spaß mit dem Video. So, vielleicht im Molof? Ja. Kann die Schublade nicht öffnen, das ist jetzt nicht. Ah doch, ich muss hier. Schau, ich hab eine Wisst, Kerze. was musst du jetzt wissen? Ich habe jetzt Musik erst Was? begonnen, jetzt aufzunehmen. Aber wurscht, das war mal schon. Alles kriege ich in meinem Schnitt irgendwie Ah hin. ja, eh. Okay. Was hast du jetzt? Bose und Albert. Ja, oh, der Albert, den mochte ich. Irgendwie war der mal so unsympathisch. Ich guck nur meistens, ist da irgendwo was versteckt. Ah ja. Was hast du? Brauchst du ein Symbol oder irgendwas? Ja, was für eins hast du? Also ich hab so Quadrat. Rechts unten und links unten nochmal ein Quadrat, ein Oberrechteck. Also wie ein Fenster in die Richtung. Ja, Ja, genau. Kann auch ein Fenster wo sein. hast du es gefunden? Wo hast du es gefunden? In einem Bild von Rose and Albert. Ah, du brauchst eine Uhrzeit. Guck Wenn mal, du mal eine Uhrzeit hast. ist die Rose kleiner? Die Rose ist die Claire, ja, und der Albert ist der mit der Pigmentflecke. Wo hast du das andere Teil gefunden? Das mit dem Kreis? Unten? Es war vorhin ihr Vater. Einbilden, oder? Ja. Okay, ja. Uhrzeit. Ja, ich brauche Uhrzeit. Warte mal. Ich hab das Schachspiel. Oh mein Gott. Mutter, ich habe doch keine Mutter, hä? Ja, die brauche ich. Wahrscheinlich hast du einen Hinweis für mich. My dear Rose, please help me with the experiment, your father Albert. Also von Albert steht der Kreis mit diesem senkrechten Strich. Ja. Jetzt brauche ich eine Uhrzeit oder einen Schachpartner. A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die Schachfigur muss ich jetzt richtig setzen. Was die, das ist hier mal wieder. Aber warte mal, ich mach doch mal eine Kerze und Streichhölzer. Nein, geh mal her. Du musst die Kerzen streicheln zusammen tun, glaube ich. Ich habe gerade Laternen abgezündet damit. Es könnte sein, dass das vielleicht auch sogar das ist, was. Du musst irgendwas zusammenbauen, habe ich gesehen letztens vor. Das könnte. Ich glaube, das ist die Laterne, was das da darstellen soll. Ja, also ich habe Laternen durch jetzt Ketten drin, aber Ist es da hilft mir nicht wirklich weiter. irgendwo ein Symbol? Ja, dieses Symbol, das habe ich da ja gesagt. Dieses Fenster so genannt. Nein, bei der Kerze meine ich. Bei der Kerz? Ah ja. Nee. Nix. Der Kerze sollte, glaube ich, noch eins, auch eins sein, also. Nee, du hast kein Symbol. Das ist einfach nur eine Laterne, die an der Decke hängt. Da ist aber mir noch, kann ich ein Symbol davon eingeben, was auch dort zu sehen eigentlich sein sollte. So schon. Ah, warte mal, ich hab da. Ah, ich weiß, ich hab den Spiegel sauber machen müssen. Ein Kreuz mit einem Kreuz durch. Ein Kreuz mit einem Kreuz durch. Nein, ein Kreis. Achso, ein Kreis, okay. Ja, Mit habt ihr. einem Kreuz in der Mitte bei Rose. Okay, passt. Eins brauchen wir noch. Ja, mehr habe ich aber nicht. Ich glaube, ich bräuchte mal was, nämlich eine Uhrzeit. Was ich jetzt sehen soll, hä? Warte. Nix. Was? Nix. Hä? Warte mal.
Schau mal, ob ich sie finde. Schau mal. Ich warte, bis du mir was sagen kannst. Passt, passt. Dann warte ruhig. Warte mal, was? Ich warte mal. Also, die Laterne wirft auch einen Schatten, ne? Das ist ein Kreis mit dieser Laterne in der Mitte, wenn dir das was hilft. Weiß ich nicht. Weil ich kann jetzt gerade nicht weitermachen. Warte mal, ich bin ja schon. Weil bei mir ist das so irgendwie so eine Tür, das ist eine kleine. Also ich habe eine Stelle aus dem Lüftungsschacht vor, okay? Ja? Da gibt es bei mir so eine kleine Tür unten links, aber ich schau mal, ob ich die irgendwie vielleicht ausbekomme. Kühler mit dem Luftschacht. Warte mal, nicht die Luftschacht, das schaut aber so aus, deswegen. Weg gerade, warte mal. Du meinst so ein Grill? Nein! Ich hab so einen viereckigen. Wie so ein Fernseher, okay? Ja? Und unten links ist bei mir so, wie so ein kleines. Du kennst das so Luft. Das diese Luftteile da, Luft. Da haben die haben so Stahlteile immer davor gehabt, verstehst? Mhm. So schaut das aus, deswegen. Okay. Ich hab grad, warte mal. Ui, ui. Ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen? Nee, ich habe Schachspiel, da muss ich Figuren setzen und ich habe Uhr, wo ich noch eine Uhrzeit eingeben muss und zwei verschlossene Schublade. Okay. Also ich kann da jetzt nur dieses Fenster nennen, wo wir dann um diesen Kreis mit Kreuz in der Mitte bei Rose. Okay. Aber sonst. Ich überlege gerade, was noch sein könnte. Ich überlege gerade. Ah, es Mist, dass ich jetzt keine Übertragung sehe, ne? Aber das macht das Ganze irgendwie reizvoll, was ich. Hä? Irgendwie, glaube ich, mir fehlt, glaube ich, noch irgendeines. Hast du nicht irgendwo so ein grünes, ein Rechteck? So ein Rechteck mit zwei so. Nochmal das für Rechtecken drauf. Das ist eine Schublade in die Richtung. Könnte das sein, glaube ich. Ein Rechteck mit noch zwei Rechtecke. Ne, das ist dieses Fenster. Also du musst. Nein, nein, nein. Wo du was findest, meine ich. Nee. Okay. Ich habe Zimmer mit Tisch, Kommode, Spiegel und Bild und eine Uhr. Okay. Kommode. Ist da vielleicht irgendwas? Kann das sein? Ja. Zwei verschlossene Schublade. Okay. Kriegst du die vielleicht irgendwie auf? Geht das irgendwie? Oder? Ja, die Oberste habe ich mit dem Schlüssel aufgemacht, den ich vorhin gekriegt habe, aber mehr kann ich nicht machen. Also ich mag jetzt eigentlich. Ja. Ja. Bist du löscht? Überlegen. Guck mal das Schachbrett noch an, aber ohne Hinweis. Anemo, das ist der Arm. Es ist so hell. Es könnte die Emma sein, ne, die Rose sein. Aber ich habe ohne Hinweis.
Ding, aber irgendwie, was man da machen könnte bei dir so. Was siehst du denn genau? Also ich hätte noch ein Schachspiel, ne, mit A, B, C, D, E, F. Mhm. Bis F, von A bis F und von N bis S. Mit ein paar Figuren drauf. Das eine ist das Hotel, das andere ist der Albert. Das andere scheint die Rose zu sein und ja. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht sowas sehen habe. Ich bin mir nicht sicher, aber. Das Doofe ist, dass ich jetzt deine Sicht nicht sehe, ne? Na, ich verstehe, was du meinst. Ah, ich verstehe. Ich warte mal. Ich überlege gerade, ob ich da irgendwas noch von mir finde. Ja, Rasti ist knifflig am Anfang, Ah Marcel. ja. Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich so das durchschaut habe. Ich habe noch ein paar Rosen an der dreckigen Wand. Verdammt dreckige Wand. Ich hätte noch so Form von einer Schlange auf dem Laternenfenster. Also so leicht wie Schlange. Laternenfenster. Ja? Warte mal. Ich hab so eine Form. Also, gibt's zur Auswahl? Ja, so leicht gebogenes S, ne? Kein ganzes, aber so leicht gebogen. Wie, warte mal. Machen wir jetzt mal das Bild, wo die zwei drauf sind. Oh, sollte oben links so sein. Oben links in der Ecke. Was ist das zu sehen? Ich habe das Bild noch ohne gemacht und da ist dieses Symbol für dich. Und links habe ich gar nichts mehr. Ja. Da gibt es das eine Bild, wo die zwei drauf sein sollten. Wo sind Albert? Ja. Ja, du ist dieses Fenster. Das Fenster, okay, bei den nächsten. Weil. Das ist ein Spiegel mit nur der Rose und das ist ein Kreis mit einem Kreuz in der Mitte. Also das Kreuz, okay, ja. Und dann habe ich noch die Laternen mit einem leicht gebogenen S. Ich guck gerade mal, ob ich was auf der Uhr sehe. Kann es sein, dass da. Na ja gut, das könnte aber auch ein Brief sein. Das ist noch entweder so eine Schublade oder ein Brief könnte das sein, das Teil da. Ein Brief? Könnte das auch von der Form her sein, also. So ein Brief halt, Kuvertlos. Also ich habe kein Briefkuvert. Nicht? Nee. Wie viele Tische hast du nur in dem Raum? So wird auf dem noch irgendwas liegt, könnte das sein? Ich habe einen Tisch. Und da ist das von dem Anfang drauf, der Brief vom Vater und das Schachspiel. Okay. Schau mal, vielleicht hast du irgendwas übersehen, kann das sein? Schau mal bitte, was du jetzt siehst. Wiederhol nochmal, was soll ich schauen? Ob du auf dem Brief noch irgendwas siehst, was halt vielleicht was auffällig sein könnte, keine Ahnung. Vielleicht irgendwas siehst. Nee, my dear Rose. Rose ist unterstrichen. Please help me with the experiment. Your father Albert. Soweit irgendwelche Zeichen draus sind, kann das sein? Vielleicht? Ja, dieser Kreis mit diesem senkrechten, der umgedrehte Spiegel Okay, sozusagen. ja, schon. Jetzt ist dabei dieses Viereck mit den zwei Rechtecken drin. Der Kreis, dann ist das Kreis mit Kreuz und das rechte die Schlange. Ich probiere das jetzt mal. Leute, das hat gut funktioniert. Okay, wir haben's. Loading next. Ich kann dir jetzt die Schachsache sagen. A1 ist die Frau, die Maros. Ja. B2 der Hirschtyp da. Ja. C3 das Hotel. B1 oder B2? B2 ist der Hirschtyp. Ja, und C3 Okay. das Hotel. Und D4 ist der schwarze Mann da.
Jetzt ist die Ah, ich Frage. habe einen Schlüssel. Jetzt ist die Danke. Frage, darf man das überhaupt noch sagen? Bei mir ist er grau. Okay, bei mir war er schwarz oder so. So, was habe ich denn? Ich habe ein Buch oder Schachtel? Albert Wanderboom, Oh. Diary. Das Tagebuch vom Albert Wanderboom. Ich habe eine I had a Distanz. dream last night. I was in the house. I took the door to the right next to the vase. Ich habe eine Also, Distanz. er hatte letzte Nacht einen Traum. Ich war in einem Haus. Er öffnete die Tür zu der rechten neben der Vase. Ich habe eine Disk bekommen, also Was hast du bekommen? eine Disk. Eine CD? Ja, so eine Flapdisk, die tue ich mir jetzt mal abspülen. Mal schauen, was da kommt. Kann ich jetzt Okay. abspülen, In the aber. next room I turned left when I saw a glow. Ah ja. Warte, der Dream. Was? Warte, ach Dream. so, ich habe jetzt ein kleines Minispiel. Wo war er? I had a dream last night. I was in Man, the house. wo muss ich hin? Wo da, Die wo? Tür zur rechten Okay. neben der Vase. Dann, weil ich muss das, wie so ein kleines Minispiel ist das. Wohin? Dann hoch, runter. Ja, Moment. Also du holst jetzt, bist jetzt rechts neben der Vase, richtig? Ich bin da durch die Tür gegangen, ja. In the next room, I turn dann links. Dann stehst du in der Mitte vom Raum. Und wieder links. Mal. Erst bei der Vase rechts rein, dann wieder links. Ja. Und dann. Dann wieder links. Du stehst dann in der Mitte vom Raum. Du ist ein Rabe oder eine Krähe. Ja? Und dann wieder links. Wenn ich rechts gehe, kann ich nur hoch und runter. Ah, hab's, ja. Okay. Dann links wieder, ja. Mit dem Graben, ja. Dann Ja? wieder links. Nee, gerade. Zweimal links. Zweimal nur. Nach dem Graben zweimal links. Einmal. Moment. In the middle of the room, I turned left again. Also immer links. Bin jetzt beim Graben, dann links, oder? Was sagst du? Ja, dann geradeaus. I walked through the empty room. Und dann findet er sie. Ida. Okay. Dann disappariert sie. Und dann geht er rechts. War mal, irgendwas kann da gerade nicht so ganz stimmen. I walked straight through two empty rooms. War mal, ich gehe nochmal zur Vase, das muss man genau machen. Der Vase rechts lang. Also, I was in the house, I took the door to the right. Also, du öffnest die Tür zur rechten. Ja, da gehe ich. Neben der Vase. Ja. Und dann gehst links. Dann siehst du eine Krähe oder einen Rabe. Und stehst in der Mitte vom Raum. Und dann links. Aha. Ja. So, I walked straight through, also geradeaus, zwei empty rooms. Und Ja. dann findest du sie, Ida. Wo muss ich denn weiter nach dem geradeaus wohin? I turned right again, also rechts. Okay, Dann. Nochmal rechts. Okay. Und dann geradeaus. I ended up in a room within a coffin. Und dann ist es, when I looked at it, I saw my own name. Albert Ja, dann bist du richtig. Mannbaum. Du siehst gerade Albert. Ja, dann hoch, oder? So. Ich ziehe mich bei seinem. Du Ah. siehst dort eine Uhr. Moment. When I walked through the door opposite the coffin, in where I saw a clock, it showed the time. Und die brauche ich. Ich würde jetzt mal da unten ist ja 6. Würde ich mal jetzt mal sagen. Ich würde Fix? sagen, so um Viertel 7. Auf sieben? Ne, Viertel nach 7, würde ich sagen. Viertel nach sieben. Ja. Okay. Mir das.
wäre es bei mir so die Zeit. Da geht das. Ja, Viertel nach sechs war es, aber egal. Yes! Es tut sich ach was, so. Juhu! Ja. Hey, das ist ganz schön knifflig zu zweit. Ja. Ich glaube, ich sehe gerade die Zukunft. Oh. Ja, aber hab ich gerade ich habe eh Viertel. Weißt du, Viertel. Das war's, das war die Demo. Echt? Okay, war ganz interessant, ne? Ist mal eine andere Art von Wasti. Jo. Ganz schön knifflig. Okay, dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zusehen, für eure Zeit. Und wir sehen uns. Ciao. Tschüss. Oh.